Auch wenn Schulunterricht oft langweilig ist. Jeder hat wohl schon mal einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die den gewöhnlichen 0815-Unterricht mit eigenen ungewöhnlichen Methoden entweder stark verbessert oder krass verschlimmert hat. Auch wer die Schulzeit schon längst hinter sich gelassen hat, erinnert sich sicher noch an die besonders außergewöhnlichen oder verrückten Lehrer zurück, die die Schulstunden zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben. Doch sowas wie die 7 verrückten Lehrer mit ihren absolut außergewöhnlichen Unterrichtsmethoden in diesem Video hat wohl kaum jemand an der eigenen Schule je erleben dürfen. Es erwarten euch unter anderem anschauliche Anatomiestunden, unglaubliche Aufopferung, Handshakes mit einer Message und ein Hauch von Hogwarts. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und wenn du jetzt an einen pinken Elefanten mit Sonnenbrille denken musst, ist das wohl ein Zeichen, dass du unbedingt auf unserem Insta-Account vorbeischauen solltest. Link in der Videobeschreibung. Aber kommen wir zu Platz 7 und damit zu Jiang Chuan Li. Der Kunstlehrer aus Langshou in China bringt seinen Schülern das Zeichnen nicht nur in der Theorie oder mit langweiligen Standbildern bei, sondern hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kinder zu inspirieren, statt sie nur zu unterrichten. Gespannt folgen die Blicke der Schüler den Handbewegungen ihres Lehrers, während er in seinem Unterricht auf der riesigen Tafel Stück für Stück Orte entstehen lässt, die die Kinder aus der eigenen Umgebung kennen. Dadurch, dass Li Plätze und Gebäude malt, die die Kinder schon selbst besucht haben, können diese sie sich viel besser vorstellen und so auch besser nachmalen. Auch wenn sie an das außergewöhnliche Talent ihres Lehrers wohl erst einmal kaum herankommen werden. Seine perfekten Zeichnungen haben den Kunstlehrer in ganz China bekannt gemacht. Dennoch, nach jeder Stunde wischt Li seine großflächigen Zeichnungen wieder von der Tafel ab und in der nächsten Stunde haben die Schüler eine neue Chance, das Zeichnen mittels ihrer bekannten Orte kennenzulernen. Wenn Lehrer auf cool machen, um bei ihren Schülern gut anzukommen, kann das eigentlich nur daneben gehen. Nicht so aber bei Dwayne Reed aus Chicago. Der US-amerikanische Lehrer auf Platz Nummer 6 fand ein einfaches Herzlich Willkommen in der 4. Klasse für seine Schüler nach den langen Sommerferien wohl einfach zu langweilig und versüßte ihnen den Start in die neue Klassenstufe mit einem richtig nicen Musikvideo. I'm from Chicago, I love eating pizza and I dress to impress, but I still rock sneakers. It's my first year teaching, so it's all real exciting. Dieses produzierte er sogar professionell mit einem befreundeten Videomacher und einem Musiker. Im Video versprach Reed den Schülern dann unter anderem rappend, dass sie eine richtig gute Zeit haben würden und stellte ihnen sich und seine Pläne für das Unterrichtsjahr vor. Außerdem versprach er, dass er sich anstrengen würde, seine Sache gut zu machen. Für Reed war dies der Beginn seines ersten Jahres als Lehrer und mit seinem Video dürfte er es gleich geschafft haben, die volle Aufmerksamkeit seiner Schüler zu gewinnen. Bei einem Lehrer, der sich schon für die Begrüßung so ins Zeug legt, wird der Unterricht sicher nie langweilig. Kommen wir jetzt aber zur Nummer 5 und damit zu einem Lehrer, der sich eine ganz besondere Methode ausgedacht hat, um seinen Schülern auch Spaß in der Schule zu vermitteln. Der Lehrer Mr. White aus North Carolina begrüßt seine Schüler täglich nämlich mit kreativen Handshakes und zeigt dabei beeindruckende Skills. Doch weil selbst die coolsten Moves schnell langweilig werden können, überrascht White seine komplette Klasse vor der Zimmertür jeden Morgen mit einer individuellen Choreografie. So baue er eine ganz besondere Bindung zu seinen Schülern auf, verrät der Lehrer in einem Interview. Ein wichtiger Aspekt, der seiner Meinung nach oft übersehen wird. Denn so fassten die Kinder, die oft aus schwierigen Verhältnissen stammten, Vertrauen zu ihm. Und dieses sei die Grundlage, um ihnen später Inhalte und Wissen zu vermitteln. Auf Platz Nummer 4 befindet sich eine Lehrerin, die durch ihren Einsatz für die Schüler sogar den Preis als beste Lehrerin der Welt sowie damit verbunden 1 Million $ gewonnen hat. Die Rede ist von Andrea Safiraku. Sie unterrichtet Kunst und textiles Gestalten an einer Schule in Brent, einem der ärmsten Viertel von London. Die Gegend ist von Gewalt und Perspektivlosigkeit bestimmt, aber Safiraku gibt ihre Schüler nicht auf. 85% ihrer Schüler sprechen Englisch nur als Zweitsprache und insgesamt werden 35 verschiedene Sprachen an der Schule gesprochen. Also brachte sich die Lehrerin selbst grundlegende Kenntnisse in all diesen 35 Sprachen bei, um ihre Schüler besser zu verstehen. Ihr wichtigstes Anliegen ist es, ihre Schüler zu motivieren, an sich selbst zu glauben. Dafür arbeitet sie mit den lokalen Sicherheitsbehörden zusammen, um zu verhindern, dass sich die Jugendlichen kriminellen Gangs anschließen.
Um dies zu erreichen, ist die engagierte Lehrerin auch außerhalb der Schulzeit auf den Straßen des Viertels unterwegs und hat dabei ein wachsames Auge auf ihre Schüler. Direkt vor den Schultoren beginnt das Reich der Gangs und Andrea kämpft jeden Tag dafür, dass aus den Kindern auf ihrer Schule etwas wird und sie nicht in den Bann der Gangs geraten. Als Alternative bietet sie ihnen neben ihrer Bildung auch Freizeitangebote wie einen Boxclub, damit die Kinder auch außerhalb des Unterrichts etwas Sinnvolles tun. Wie man den Biologieunterricht interessant und anschaulich gestalten kann, zeigt die Lehrerin auf Platz 3, Veronica Duke. Wie gewohnt kam die 43-Jährige eines Tages mit ihrem weißen Kittel in den Biologieunterricht ihrer dritten Klasse, als die Anatomie des menschlichen Körpers auf dem Lehrplan stand. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Die Kinder kreischten auf. Duke ließ nämlich ihren Kittel fallen und stand plötzlich in einem hautengen Badeanzug vor der Klasse, der detailliert die Anatomie des Menschen zeigte. Die Lehrerin, die seit 15 Jahren unterrichtet, sucht nach eigener Aussage immer nach neuen Ideen, wie sie den Unterricht für ihre Schüler anschaulicher und besser gestalten kann. Das war ihr auch dieses Mal gelungen, wie die Reaktionen im Video eindeutig zeigen. Den Badeanzug hatte sie übrigens zufällig beim Surfen im Internet entdeckt und da es schwierig ist, Drittklässlern die Anatomie des Menschen bildlich zu verdeutlichen, beschloss Duke spontan den Badeanzug zu kaufen und es einmal so zu versuchen. Die Aktion der kreativen Lehrerin ging im Internet viral und erreichte im letzten Jahr über 65.000 Likes auf Twitter. Der Lehrer auf Platz 2 könnte genauso gut wohl auch in Hogwarts unterrichten. Tim Hoyt, der leider schon im Jahr 2017 verstorben ist, war Zeit seines Lebens als der Zauberer der Chemie bekannt. Der Lehrer mit dem langen weißen Bart, der ihn wie Dumbledore aussehen ließ, schlüpfte für seine faszinierenden Unterrichtsstunden in Chemie gerne in einen Zauberermantel samt Hut und stellte die verschiedensten chemischen Reaktionen so dar, als ob es sich um echte Magie handeln würde. Dem Chemiedozenten gelang es im Laufe der Jahrzehnte, seinen ansteckenden Enthusiasmus an zig unterschiedlichen amerikanischen Colleges und Universitäten zu verbreiten, an denen er unterrichtete. Dabei bot er sowohl für junges als auch für älteres Publikum altersgerechte Vorführungen, bei denen jeder auf spielerische Weise etwas über Chemie lernen konnte. Teilweise zündete er bei seinen Stunden sogar Dollarscheine an, um zu zeigen, dass Materialien in unterschiedlichen Zuständen unterschiedliche Reaktionen auf Hitze aufweisen. Im Oktober 2013 führte Hoyt seine letzte Chemie-Zauberstunde vor über 1000 Zuschauern auf. Im Jahr 2014 ging der Zauberer dann nach über 30 Jahren schließlich in den Ruhestand. Sicher wird er Generationen von Schülern und Studenten für ewig im Gedächtnis bleiben. Bei all diesen außergewöhnlichen Lehrern ist es gar nicht so einfach, eine Nummer 1 zu küren. Doch der Mathe- und Physiklehrer und Franziskanermönch Peter Tabichi aus Kenia dürfte dennoch absolut verdient die Spitzenposition in dieser Liste einnehmen. Die Keriko Middle School, an der er unterrichtet, befindet sich in Pwani, einer abgelegenen ländlichen und besonders armen Gegend des Landes Kenia. Fast alle Schüler sind dort bitterarm, viele sind Waisenkinder und müssen bis zu 7 Kilometer zu Fuß zur Schule laufen. Um diesen benachteiligten Kindern eine Chance im Leben zu geben, zeigt Tabichi unglaubliches Engagement. So gibt er ihnen Nahrung, damit sie sich auf den Unterricht konzentrieren können, unterrichtet seine Schüler auch an Wochenenden und besucht sie zu Hause, um ihre Probleme zu lösen. Außerdem lädt er in seiner Freizeit Unterrichtsmaterial in Internetcafés runter, um sie mit der bestmöglichen Bildung versorgen zu können und spendet unglaubliche 80% seines Monatsgehalts für lokale Hilfsprojekte und zur Unterstützung seiner Schüler. Zu sehen, wie meine Lernenden an Wissen, Fähigkeiten und Vertrauen wachsen, ist meine größte Freude am Unterrichten, sagt der Lehrer. Peter Tabichis Einsatz zeigt Wirkung. Durch ihn bauen die Schüler Selbstvertrauen auf und verbessern ihre Leistung. Die Zahl der Schuleinschreibungen hat sich dank ihm verdoppelt und auch die Zahl der Schulabgänger, die später eine Universität besuchen, hat sich stark erhöht. Genau wie Andira Safiraku auf Platz 4 wurde auch Tabichi offiziell mit dem Global Teacher Award als bester Lehrer der Welt ausgezeichnet und bekam 1 Million Dollar. Er setzte sich dabei gegen 10.000 nominierte Lehrer aus 179 Ländern durch und ist der erste Afrikaner, der diese Auszeichnung bekam.
Und das war's auch schon wieder mit 7 verrückten Lehrern mit absolut außergewöhnlichen Unterrichtsmethoden. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, von welchen dieser Lehrer ihr am liebsten unterrichtet werden wollt und lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.